Da sind wir. Huch, hoppala. Let's go, Herr Crispy. Let's go. Erstmal hier meinen Oktopus beruhigen. Der ist schon ganz euphorisch. Da wird hier gleich voller Euphorie geschrien. Ne? So, dann würde ich mal sagen, starten wir heute in die finale Phase. Aber Herr Crispy, wenn Sie eh gerade doch gucken, hat sich der Titel aktualisiert? Habe ich das gemacht? Sie, gut. Ach ja, Ladebildschirme sind wie immer was Schönes. Ist umgesprungen. Das ist gut. Gucken wir mal, ob ich der Fuchs und der Jäger folge den Mäusebildern. Also ich finde immer noch, Gott, ist das laut. Ich muss das mal ein bisschen leiser stellen. So. Ah nein, hör doch auf. Wie mache ich Adlerauge? Also ich finde immer noch, dass das hier keine Mäuse sind. Das sind Hasen. So, und der zeigt da lang. Aber hier ist doch nirgendwo mehr eins. Oh, der Esel steht davor. Ach, Gottes Willen. Sanft stoßen. Na, dann stoßen wir den Esel mal sanft. Noch ein Brotkrumen an der Wand. Diese Jagd wird langsam ermüdend. Ach, hier. Oh je, das kann man auch falsch verstehen. Ja? Das kann man falsch verstehen. Wo? Wo ist das nächste? Hier. Hä? Hier lang? Nee. Quatsch. Da, der Hase zeigt nach da. Müssen wir hier hoch? Nee, irgendwie nicht. Wir müssen mal noch einen Steckbrief abreißen. Mir geht das ein wenig auf den Keks, dass die alle uns beschuldigen, dass wir kriminell sind. Sind wir doch gar nicht. Immer verborgen bleiben. So. Wo ist das nächste Hasenmäuschenbild? Das zeigt hier lang, aber das zeigt da lang. Das hier. So. Und wenn das. Wie kann es doch nur hier oben sein?
Die zeigen doch direkt zueinander. Wie ich sowas hasse, ne? Also, entweder bin ich blind. Oder ist es wirklich so doof positioniert? Ich glaube, das wird häufiger vorkommen. Es würde keinen Sinn machen, dass es hier irgendwie ist. Ist doch genauso wie in Valhalla. Gab es in Valhalla auch so Missionen? Ich glaube nicht, oder? Da ist noch einer. Aber der zeigt nach da, der zeigt nach da. Ich meine das allgemein mit dem Finden von Sachen. Ja. Hä? Dummkopf! Geh weiter! Geh einfach weiter! Also ich weiß ja nicht, ne? Aber irgendwie finde ich nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist erstmal noch ein Steckbrief. Den können wir mal noch schnell abreißen. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Schrei mich nicht so an, ich bin sensibel. Hier sind wir falsch, hier sind wir definitiv falsch. Die ist es nicht. Wie ich es hasse. Ich hasse es. Dass ich es nicht finde. Hey? Wieso hauen die jetzt zum Ende hin so eine eklige Mission rein? Oh, Leute. Ist das doof. Ich mag Mäuse. Was hielt dich auf? Du solltest ihn vor das Mausoleumgericht schleifen. Aber er denkt nur an meinen Ruf, Sarah. Um den Erfolg zu wahren, muss ich umgänglich sein. Diskret. Er fürchtet, ich sei zu stolz. Du? Niemals. Ich schreibe, dass die Liebe wild und frei ist. Unberührt von Gesetz und Gebot. Sollte ich mich darin nicht auch üben? Übung macht den Meister. Aber auch Feinde. Dann sei es so. Aber lass mich sie wählen. Höflinge, Kalifen, Gönner, Partner.
So viele Männer haben versucht, meine Feinde zu bestimmen. Und meine Freunde. Auch wenn Allah weiß, dass ich einmal schlecht wählte. Er verstellte sich gut. Und Dichter brauchen Gönner. Selbst so große wie Athalab. Nun, ich habe mich entschieden. Gut, es stehen schwere Zeiten bevor. Sorge dich nicht. 6 Kalifen habe ich überlebt. Ich überlebe... 6 weitere. Keine Angst, Zara. Ich küsse die Ringe, die ich küssen muss, aber ich lasse mich nicht wieder fesseln. Von niemandem. Geheimtreffen, Decknamen, doch keine Spur des Ordens. Aber sie hat eine ganze Reihe an Gönnern. Vielleicht steht nicht Arib selbst an der Spitze des Ordens, sondern ein Bewunderer. Okay. Gut, dann haben wir das auch. Gucken wir mal, was es noch weiter gibt. Ja, das geht hier steil auf das Ende zu, ne? Ich würde aber erstmal. Crispy, ich weiß, dass es zum Schreien ist. Da können wir uns noch nichts holen. Das würde ich sagen, machen wir dann als nächstes. Ich dachte, dass du dich erschreckst. Nee. Nee, so einfach nicht hier, mein Freund. Wo haben wir denn hier das nächste Versteck? Ja. Da machen wir mal kurz Schnellreise hin, damit ich mir die Verbesserung und Co. noch holen kann. Und dann könnten wir gucken, vielleicht können wir irgendwo noch ein bisschen was verkaufen und vielleicht uns noch was Cooles so kaufen. Ich finde es schade, dass es so wenig Missionen gibt. Angeblich soll die Story ja nicht so lang sein. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das auch gut, dass dies nicht so krass lang ist. Hat ein Kollege von mir gemeint. Ja. Ich finde das gut, weil es ist kurz, es ist knackig und bei den anderen Stories hast du alles wieder irgendwann vergessen, weil es einfach so lang war. Meine Meinung. Und von daher finde ich das eigentlich, wie gesagt, ganz, ganz gut, dass es kurz, knackig ist. Vielleicht könnte es ein bisschen länger, ja, ein bisschen mehr. Aber... Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich dachte, jetzt kommt wieder was. Aber es muss kein, weiß ich nicht, damit du alles irgendwie mal siehst, 100 Stunden Spiel werden. Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Sieh dich um. Ach nee, warte, wir haben ja schon alles freigeschalten. Verbessern. Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. Wir könnten das verbessern. Das ist cool. Erstickende Dämpfe. Heilender Dampf. Stiller Knall. Aha. Ein flammbarer Rauch. Das ist cool. Das ist cool. Dazu würde mir irgendwann der Elan fehlen. Ja, man könnte es auf Platin spielen, stimmt. Aber hätte ich, glaube ich, auch keinen Elan für. Und Manu schläft ja wirklich. Ja, ich glaube schon.
Aber ja. Lass den Jungen schlafen. Genug gesehen. Und gehen. Ich danke für eure Hilfe. Auf bald. Wo haben wir denn? Schneider, da wollte ich hin. Ach, hier ist ja noch eine Kiste. Das ist cool. Das ist cool. Oh, oh. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen was verkaufen und kaufen. Wo ist es? Hier ist der. Ah, da. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Was gibt es heute bei dir? Bitte, sieh dich um. Man kann seine Rüstung immer verbessern. Ein gutes Geschäft. So. Können wir nicht verbessern? Was ist das? Ach, wir können bei ihm auch nichts verkaufen. Gehen. Gute Reise. Können wir bei dem Schmied was verkaufen? Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Lass mich deine Waren ansehen. Vieles ist frisch reingekommen. Besseres Werkzeug, schönere Arbeit. Nun gut. So, dann verbessern wir das noch ein bisschen. Tödlichkeit ist unbezahlbar. Ja. So, mit den anderen spielen wir eh nicht so. Ach, wir könnten das Aussehen sogar ändern. Aha. Krass. Nö, ich finde das Aussehen ganz cool. Sonst nichts? Wo können wir auf dann? Ein andermal. Beehre uns wieder. Ach, ich glaube, das war beim Darwish. Ja, genau. Dann machen wir das mal kurz. Dass wir da Schnellreise hinmachen und dann bringen wir ihm mal noch ein bisschen Zeug, was wir haben. Diese Ladebildschirme, ne? Historische Stätten brauchen wir hier auch nicht mehr so viele. Eine Geschichte aus Bagdad? Ja, das ist die. Ausrüstungstruhen sind noch recht viele. Historische Stätten sind 4. Aber wo? Also da ist noch eine, die haben wir noch nicht. Na, schauen wir mal. Machen wir erstmal. Da müssen wir hin. Oh Gott! Ja, da könnt ihr staunen, ne? Aus so einer Höhe einfach abrollen. Das kann nicht jeder. Eieieiei. Eieieiei.
Ich dachte, das ist unser Ende. Ach, Gottes Willen. Können wir schon trotzdem welche abgeben? Frieden, Sadiq. Ich hoffe, du benimmst dich anständig da draußen, ja? Ein guter Handwerker braucht gutes Werkzeug. Das gilt auch für dich, nehme ich an. Kann alle mal Aalenplunder verkaufen? Ach ja, das sieht doch gut aus. Ausrüstung kann nicht schaden. Ja, da füllen wir einmal auf. Einmal alles auffüllen. Die Talismane bringen ja gar nichts. Die sind ja eigentlich nur aussehenstechnisch. Lass dich nicht unterkriegen. Pass auf dich auf, Basim. Dann brauchen wir die nicht. So. Das können wir ihm also noch nicht geben. Aber dann nehmen wir den da gleich mal mit. Aber wo sind hier noch mehr historische Städte? Die da haben wir noch nicht. Ah, und da? Aber ein Punkt ist hier noch irgendwo. Das ist schon wieder ein anderes Gebiet. Wie viele können wir denn markieren? 3. Gut, dann machen wir das so. Dann holen wir jetzt noch ein bisschen Zeug, ehe wir hier storymäßig weitermachen. So, das Pferd rufen wir auch gleich mal. Geh auf Erkundungsflug. Wie komme ich denn hier rüber? Komme ich hier so rüber? Ja. Nein. Oh, ist das euer Ernst? Wollt ihr mir sagen, ich komme hier so nicht so einfach rüber? Das finde ich sehr, sehr frech. So, nicht mehr im Gebiet. Können wir wieder vernünftig laufen. Was haben wir hier eigentlich? War das mal ein Fluss? Bagdads Kanäle. Was siehst du, Sadiq? Ah, Gegner, okay. Ja! Ja. Ja.
Was macht denn hier solche Geräusche? Crispy, tell me a joke, oh Gott. Da kommst du jetzt mit. Na komm, erzähl mal einen guten. Eieiei. Ich bin gerade am Überlegen. Aber immer dann, wenn das kommt, habe ich keinen mehr im Kopf? So. Wie lacht denn dieses Kind? Oh, das hört sich ja ganz gruselig an. Tell me a joke. Hallo. Boah. Den kennst du schon, aber das ist gerade der einzige, der mir einfällt, ne? Was ist gelb und steht am Fenster? Eine Spananas. Weise mir den Weg. Und es tut mir so leid, dass ich keinen besseren finde, ne? Aber mir fällt einfach nicht mehr ein. Hier irgendwo war doch noch einer. Den hatten wir schon. Den hatten wir. Den haben wir. Den. Den. Das und das. Das. Und das. Ja, wie gesagt, der war schlecht. Ich weiß. Aber was Besseres fällt mir gerade einfach nicht ein, ne? Ich kenne halt auch hauptsächlich nur diese schlechten Flachwitze. Was geschieht mit Kindern, die bei IKEA im Smallland Kinderparadies nicht mehr abgeholt werden? Und im Voraus werden ein... Achso. Was ist? Nee, nicht den Schluss da, immer den Richter vorlesen. Ach so. Also was geschieht mit Kindern, die bei IKEA im Smallland kann man Kinderparadies nicht mehr abgeholt werden? Und woraus werden eigentlich Köttbullar gemacht? Ja, man könnte Zusammenhänge draus ziehen, ne? Vielleicht sind Köttbullar ja einfach kleine Kinderbällchen. Von Kinder für Kinder. Oh Gott. Das kann sein. Irgendwie bringen Online-Partneragenturen nicht viel. Die Dates, welche die vermitteln, meckern andauernd rum. Die Handschellen schmerzen, lassen Sie mich bitte raus hier. Oh Gott. Fängst du jetzt schon so an wie Malut mit... Scheiße.